Denn Amadeus fürs Lebenswerk erhält jetzt jemand, der nicht in alten Mustern verharrt ist, sondern der sich stets weiterentwickelt hat. Jemand, der am Puls der Zeit geblieben ist und gleichzeitig etwas erschaffen hat, das zeitlos ist. Das wollen wir jetzt an dieser Stelle würdigen mit Jazzens! Wenn es ums Lebenswerk geht, dann darf die Reise durchaus auch ganz weit zurückführen. Und da reden wir von den frühen 1960er Jahren und Karl Ratzer. Die beste Band, die es in diesem Land für mich je gegeben hat, das waren die Slaves. I remember the blues, I remember the song. Und da hat ein 14-, 15-jähriger Ratzer Leadgitarre gespielt. Und die haben zum Beispiel damals in der Schweiz die Who, da hat es ein Riesenkonzert gegeben, wo sie als Vorband zu The Who gespielt hat. Und am nächsten Tag waren die Schweizer Zeitungen Schlagzeilen, wirklich Schlagzeilen, nur über Slaves geschrieben. Die waren sensationell. Ratzer, der Gitarrist, und nicht nur das, der Autodidakt, ist mit 12 Jahren das erste Mal auf der Bühne gestanden. Ungefähr im 66er Jahr, 67er Jahr hat sie die Band aufgelöst. Dann habe ich dann eine Band zusammengestellt. Die Gruppe hat geheißen Charles Ryder Corporation. Wie heißt du? Ich? Ryder. Vorname? Karl. Aber du heißt doch anders. Charles Ryder. Dann gab es so Daddy Song die erste Superband in Österreich, Gypsy Love. Hornstark-Kurtl am Bass, Janus Stoiker am Schlagzeug, Ratzer auf der Gitarre, Peter Wolf Keyboard, Richard Schönherz Keyboard, Leszek Slado am Saxophon und so weiter. Ja. Also wow, George Duguid, Südafrikaner als Sänger. Es war nicht wirklich gut, meine Ahnung, weil es war mehr Familienangelegenheit. Wir haben uns alle gerne eine Cousine, Schwestern. Wir haben eine gute Band gemacht und haben ein gespielt. Und es ist einfach zu eng geworden dann. Also, dann habe ich gesagt, ich will nach Amerika. Der Karl ist 74, 75 nach New York, ist in diese Szene gekommen und hat dann mit dem Saxophonisten von Rufus, hat er dann eine Band gemacht, was ich mich erinnern kann, und war so einer der ersten, die in New York Fuß gefasst haben. Der große Hit blieb aus, ebenso wie die klassische Popstar-Karriere. Aber darum ging es und geht es bis heute bei Karl Ratzer nicht. Und es ist so, dass es fast scheint, dass wenn man hier bleibt nach Amerika oder egal von wo man kommt, dass es schlecht ist. Na, der ist halt wieder da. Aber das ist ja nicht wahr, weil wir haben sehr viel Talent hier und sehr viele Leute, die was wollen. Karl Ratzer, der so gar nicht Popstar, und man ist geneigt, laut Gott sei Dank zu rufen. Ratzer, der Kreative. Ratzer, der Lehrende, der sein Können an Studierende weitergibt. Ratzer, der Bühnenmensch, der die musikalische Grenzenlosigkeit liebt und lebt wie selten jemand und dabei wenige Worte verliert. Karl Ratzer hat eine Sprache und die heißt Musik. Und das hat letztendlich auch viel mit Technik zu tun, denn er ist einer der herausragendsten Virtuosen am Instrument und das mit Herz und Humor.